Hallo Hessen, herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Schauen Sie sich mal das Durcheinander da hinten an. Ja, unser schönes Studio wurde zu einem Tatort umgebaut. Wir wollen Ihnen nämlich heute mal zeigen, wie die Spurensicherung der Frankfurter Kriminalpolizei arbeitet. Da hinten sehen Sie schon Thomas Gärtner. Der Mann ist Tatortermittler. Und er wird uns gleich zeigen, wie die Arbeit eines Spurensicherers genau aussieht. Und ich werde versuchen, ihm dabei ein kleines bisschen zu helfen. Vorher die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hessen, für Hessen, zusammengestellt von den Kollegen von HR3. Hier ist der Mann, der Hessen im Blick hat, Christian Kempfert. Herzlich willkommen. Hallo, grüß dich, Jens. Ja, in Bensheim hat heute der Prozess begonnen gegen einen Mann, dem vorgeworfen wird, sich als falscher Polizist ausgegeben zu haben. Was genau weißt du darüber? Ja, er soll eine ältere Dame aus Waldmichelbach um insgesamt 500.000 Euro gebracht haben. Und zwar soll er dort als falscher Polizist fungiert haben, als ein sogenannter Läufer. Das ist ja meistens organisierte Kriminalität. In dem Fall wurde die Dame aus der Türkei angerufen, immer wieder über Wochen, bis man gemerkt hat, ja super, da ist Geld zu holen. Und dann haben sie, das ist das Pech für diesen 20-Jährigen, der da gerade in Bensheim vor Gericht sitzt, haben sie ihn akquiriert als Läufer. Also er sollte sozusagen den Schmuck, das Bargeld und die Wertsachen im Wert von 500.000 Euro bei der Dame abholen. Ja, und laut Anklage hat er das dann auch gemacht. Das Problem ist nur gewesen, die Polizei war schon relativ weit in diesem Fall. So weit, dass sie in dem Auto der Täter ein Mikrofon installiert hatten. Also immer alles mithören konnten. Also waren sie auch dabei, als der 20-Jährige dann laut Anklage dorthin gegangen ist, das Geld abgeholt hat und im Auto dann besprochen hat, wie machen wir es denn jetzt eigentlich mit dem Schmuck, den wir da mit erbeutet haben. Da wurde besprochen, gehen wir morgen zum Juwelier und setzen es in Geld um. Und dann haben wir am nächsten Tag beim Juwelier sozusagen die Handschellen geklickt. Der 20-Jährige ist festgenommen worden, obwohl er kurz vorher erst eingestiegen ist. Heute soll noch das Urteil fallen. Ja. Wir werden darüber berichten. Ich denke auch. So, wir bleiben mit der nächsten Meldung in Bensheim. Da liegt nämlich tatsächlich das Geld im wahrsten Sinne des Wortes auf der Straße. Ja, so hat es wahrscheinlich sich auch Carina Born gedacht. Die wollte eigentlich aufs Winzerfest gehen und sieht vor sich auf dem Boden ein Umschlag. Ich guck mal rein. Richtig viel Geld drin. 1920 Euro. Und was macht sie? Sie agiert vorbildlich. Sie geht zur Polizei, gibt diesen Umschlag ab. Die Polizei guckt noch ein bisschen genauer rein und sieht, ah ja, da ist eine Gehaltsabrechnung drin. Also kann man auch den Besitzer sozusagen ermitteln. Ja, sie machen Kontakt zu ihm. Er freut sich, weil er dachte, das Geld wäre schon futsch. Ja, und in dem Fall kriegt sie ein kleines bisschen Finderlohn. Und der 35-Jährige kriegt seinen ganzen Monatslohn dann doch noch zurück, weil er dachte eigentlich, oh Gott, ich habe diesen Umschlag verloren. Das ist ja für alle gut ausgegangen. Aber ich gebe zu, bei 1900 Euro, das ist so die Summe, wo man anfängt zu überlegen. Ja. Gebe ich das jetzt ab oder... Die Polizei sagt aber auch in dem Fall nochmal, also wirklich sehr, sehr vorbildlich agiert. Ja, richtig, so soll es sein. Genau. So, und dann gratulieren wir einigen Kolleginnen vom Hessischen Rundfunk. Die werden nämlich heute ausgezeichnet und das nicht von irgendwem, sondern von der schwedischen Königin höchstpersönlich. Ja, Königin Silvia von Schweden in Heidelberg geboren. Da ist sie heute Abend auch. Da wird nämlich der Childhood Award 2019 übergeben von ihr und darunter auch an Kolleginnen von uns. Wir können sie uns gerade mal anschauen auf dem Foto. Allerdings Königin, ne, da gibt es auch ein strenges Hofprotokoll, strenge Etikette. Und wenn sie dann den Preis übergeben bekommen für ihr multimediale Themenspezial, für das Opfer ohne Stimme, wie wir Kinder vor Gewalt schützen, dann müssen die sich an so ein paar Regeln halten. Also sie müssen, es dürfen nur drei sozusagen zur Königin hin. Sie dürfen gar nicht so viel Parfüm auftragen. Ach was. Und der Knicks. Der Knicks, der Hofknicks. Wir können, wir haben das ein bisschen mal einstudiert, meine Damen und Herren. Wir tun jetzt mal so, als wenn er hier die Königin von Schweden wäre. Das liegt ja auf der Hand, dass ich die Königin bin. Ne? Du siehst einfach besser aus. Und ja, ich bin jetzt eine Kollegin des Hessischen Rundfunks. Wie würde ich der Königin guten Tag sagen? Also ich, Königin, ich agiere zuerst und gebe dir die Hand. Ja. Und erst dann darfst du loslegen, mir die Hand geben und knicken. So, und wenn du jetzt ein Mann wärst, was du ja bist, ja, war gut, dann würde ich auch dir die Hand geben und dann darfst du dich verbeugen. Aber immer erst, ich starte, als Königin sozusagen. Und ich habe gehört, Selfies mit der Königin sind auch verpönt. Ja. Macht man gar nicht. Ja, ich denke ja immer, also wenn man nicht fragt, kann man es nicht verboten bekommen. Egal, wir werden sehen. Du würdest das machen, ich glaub's dir. Also, meine Damen und Herren, mehr zu diesen und vielen anderen wichtigen Nachrichtenthemen gibt's rund um die Uhr und ständig aktualisiert im Internet auf hr3.de. Du musst zurück zur Kate Menzig Show und wir sehen uns morgen dann wieder. So machen wir's. Christian, ich danke dir für deinen Besuch. So, meine Damen und Herren, es ist Donnerstag und da berichten wir ja gerne über die Arbeit der Polizei. Heute werden wir darüber berichten, wie die Spurensicherung der Frankfurter Kriminalpolizei arbeitet und werden hier im Studio einiges nachstellen.
vorher zeigen wir Ihnen einen ganz aufregenden Film. Wir durften nämlich exklusiv dabei sein bei der echten Spurensicherung, bei einem echten Tatort. Schauen Sie sich das mal an. Die Tatortgruppe Frankfurt ermittelt. Thomas Gärtner, sein Kollege Ralf Brück, Kriminaloberkommissar. Ihr Job? Tatorte auf Spuren untersuchen, auch die allerkleinsten. Heute ein Einbruch in Sachsenhausen. Das Büro einer Sprachschule ist verwüstet. Überall Staub, der Strom ist tot. So eine schöne Sauerei hier. Die Ursache für die staubige Sauerei ist schnell gefunden. Ja gut, dann haben die damit schön den Staub gelegt. Vielleicht haben sie dabei Spuren am Feuerlöscher hinterlassen, vermutlich an der Seite. Also ein Feuerlöscher, wenn der gefüllt ist, dann hat er ja immerhin 6 Kilo mindestens. Und dann packt man den eventuell auch mal hier an der glatten Fläche an. Und dann bleiben eventuell Fingerspuren. Leider Fehlanzeige, keine Spuren. Barbara Heiland arbeitet hier, hat den Einbruch entdeckt. Viel weg ist auf den ersten Blick nicht. Das ärgert schon, weil das ist natürlich, also so viel haben sie sicherlich nicht gefunden. Ich kann das nicht einschätzen, aber dafür so viel Dreck zu machen und das weiß ich gar nicht, ob es sich überhaupt gelohnt hat für die. Die Täter hatten es auf den Tresor abgesehen, wussten vielleicht, dass er hier steht. Wer diese schwere Kiste aus der Ecke räumt und aufflext, ist kein Anfänger. Also sagen wir es mal so, wer an Tresor geht und den Tresor aufschneidet oder auftrennt, der hat sich vorher zumindest was dabei gedacht. Das ist also kein Einbruch, wo man sagen kann, der ist jetzt innerhalb von 5 Minuten irgendwo im Kopf entstanden. Ja. Eine heiße Spur könnte es hier geben, die Überwachungskamera. Allerdings haben die Täter die Stromzufuhr lahmgelegt. Ich habe darum gebeten, dass die Bilder mal so schnell wie möglich ausgewertet werden. Ne? Ja. Vielleicht haben wir was drauf, ich denke mal ja. Ne? Zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo sie verdreht wurde. Zumindest das Eindringen, ja. Und die Tatzeit können wir da ein bisschen besser einschränken. Zum Beispiel. Auch in der Kanzlei in der gleichen Etage waren die Täter am Werk. Die Tür auch hier aufgehebelt. Also hier wurde die Leiste abgearbeitet. Okay. Sieht man auch nicht, oder? Fingerabdrücke sind auch hier keine zu finden. Die Spurensicherung mit dem Rußpulver ist aber nicht nur gut, um Fingerabdrücke zu finden, sondern ist eine der wichtigsten Maßnahmen. Das macht man auch mit dem Rußpulver andere Spuren, wie zum Beispiel Fettanhaftung, sichtbar, was durch Schweiß oder so auf den Spuren, also auf die Fläche übertragen wird. Und das kann man dann mittels DNA eventuell dann auch sichern. Ja. Bei der Untersuchung der restlichen Büroräume gibt es noch eine Überraschung, einen richtig guten Fußabdruck des Täters. 44, 45 ist es, könnte es schon sein. Ne? Der Täter hier oben wollte gucken, was auf dem Schrank liegt, oder hat noch gesehen, ich muss mal in die Ecke gehen, vielleicht habe ich da noch eine Kamera sitzen. Ne? Mit einer Spezialschwarzfolie sichert Thomas Gärtner den Fußabdruck. Später im Labor wird er weiter ausgewertet. Die Arbeit an diesem Tatort ist damit vorbei. Jetzt muss jede kleine Spur bearbeitet, archiviert und dokumentiert werden. Mit Glück geben sie dann Hinweise auf die Identität der Täter. Gerade noch im Film, jetzt bei uns Thomas Gärtner. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind. Von der Spurensicherung der Frankfurter Kriminalpolizei. Das, was wir hier anhaben, das muss man an manchen Tatorten machen, gell? Genau, erstmal, bevor wir den Tatort betreten, erstmal sich komplett Schutzausrüstung anziehen. Nicht nur, um sich selbst zu schützen, sondern um keine Spuren an den Tatort oder keine neuen Spuren an den Tatort zu bringen. Ja. Sprich, dass man nicht seine eigenen Haare da verliert. Ja, wir wollen, oder ja dann, Fingerabdrücke, genau, wir wollen den Tatort ja nicht kontaminieren mit unseren eigenen Spuren und so Trugspuren legen, sondern wir wollen ja die tatsächlichen Spuren finden. Ja. Das, was wir jetzt hier aufgebaut haben, typische Tatort-Szenerie für Sie? Ja, so finden wir natürlich nicht vor, aber ich habe jetzt noch ein bisschen was hier vorbereitet, natürlich. Aber so könnte sowas aussehen, ja. Mit Leiche? Ja, kommt vor, ja. Echt? Und da müssen Sie um die Leiche dann drumherum arbeiten oder wird die dann vorher noch weggenommen? Wir müssen auch erstmal noch an der Leiche arbeiten, ja. Also das heißt, auch am Leichnam werden auch Spurensicherungsmaßnahmen getroffen, ja. Auch Abklebung zum Beispiel, Fotodokumentation. Also auch eine ganze Menge noch arbeiten mit dem Leichnam, am Leichnam, ja. Das ist wahrscheinlich der unangenehmste Teil des Jobs, oder? Ja, je nachdem, wie lange da eventuell schon mal eine Leiche liegt. Ja. Oh, das noch, um Gottes Willen. Ja gut, wie fangen wir an?
Ja, erstmal mit der Fotodokumentation. Wir haben ja schon ein bisschen was vorbereitet. Also wir haben schon mal die Spuren, die wir so gesehen haben, haben auch schon mal vorher fotografiert, wie die Vorfindesituation war. Jetzt haben wir sie schon markiert und haben schon mal gesucht und viele Spuren gefunden, haben die markiert, wie gesagt, und dokumentieren die jetzt mal mit unserer Spurenkennzeichnung. Das heißt also, überall, wo Ihnen was aufgefallen ist, haben Sie so ein gelbes Kärtchen hingestellt. Genau. Und das ist dann Spur 1.1, das ist die Leiche. Oder hier Spur 1.3, das ist die kaputte Tasse. Genau, richtig. Jede Spur kriegt eine Nummer, damit man die im Nachhinein dann zuordnen kann. Und wird genau dokumentiert, wo die gelegen hat. Und dass man jetzt, wenn man so ein Foto von so einem Gegenstand hat, dass man dann weiß, okay, was ist das für eine Spur gewesen. Okay, so, und dann wird das einzeln fotografiert. Genau, richtig. Das wollen wir gerade mal machen. Wollen Sie mal? Ja, kann ich. Ja? Ich versuch's. Okay, was soll ich als erstes fotografieren? Fangen wir bei der Leiche an. Fangen wir beim Leichnam an, genau. So. So, das ist die Leiche. So liegt sie. So in Ordnung, das Bild? Schauen wir uns mal an. Ja, schon mal was Gutes. Und dann machen wir noch ein paar mehr Aufnahmen, dass man von jeder Perspektive ein paar Bilder hat. Und von der Seite noch mal eins. Mit der Blutspur. So, kann das Ganze dann aussehen. Okay. Ja. Und natürlich das auch mit allen anderen Spuren, ja? Dass man mehrere Aufnahmen hat von mehreren Perspektiven, von mehreren Positionen. Jetzt sind das natürlich hier alles Spuren, die man auf den ersten Blick auch erkennt. Genau. Aber dann gibt es ja auch Spuren, die auf den ersten Blick nicht zu erkennen sind. Wie gehen Sie damit um? Ja, erstmal, wie gesagt, langsames Vorgehen. Wir trampeln da nicht einfach schnell durch den Tatort, sondern wir gehen da wirklich, wir schaffen uns erstmal so einen Trampelpfad. Und dann wird da systematisch langsam vorgegangen, indem wir schauen, ob da irgendwas liegt, was wir nicht irgendwie vertreten. Da haben wir dann hier solche Hilfsmittel, ein helles Licht, damit man auch vernünftig was sieht. Und das ist so ein Streiflicht, da sieht man jeden Fussel, jede Spur sieht man da. Das machen wir zum einen. Und diese Fussel, wären die jetzt auch schon relevant für Sie? Oder? Die können eventuell relevant sein, ja. Also im Zweifelsfall deswegen, erst auch noch mal ein Kärtchen hinmachen. Genau, deswegen hätte man eventuell noch ein Kärtchen hinmachen müssen und die dann auch dann sicher mit einer Folie oder mit Klebefolie. Oho. Jetzt haben wir hier dieses Kissen liegen. Genau, das habe ich mir vorhin auch schon mal. Da haben wir schon mal einen Pfeil dran gemacht, um zu zeigen, dass da was ist, meine Damen und Herren. Da habe ich mir vorhin auch schon mal das Ganze angeschaut. Da haben wir dann auch hier solche Hilfsmittel, so forensische Lichtquellen. Das erzeugt so monochromatisches Licht, also ein Licht von einer speziellen Wellenlänge. Und wenn man das jetzt so anmacht, dann kann man erstmal nichts sehen. Ja. Da sieht man nur ein blaues Licht. Und auch mit einem hellen Licht ist da auch erstmal so nichts zu sehen. Ja, da sieht man einfach nur ein Kissen. So, und wenn wir jetzt aber unsere forensische Lichtquelle mit so einer Spezialbrille hier schaut. Aha. Die halten wir einfach mal vor die Kamera jetzt und dann schauen wir mal, was sie zu Hause sehen. Die tut jetzt dieses Erregerlicht, tut die jetzt wegfiltern. Und jetzt sehen wir da in dem Bereich von dem blauen Pfeil, sehen wir da eine Sekretspur, die wir da gekennzeichnet haben. Das heißt, das könnte irgendeine Körperflüssigkeit sein. Genau, ja, ich mache das Licht nochmal aus. Sieht man nichts. Wenn ich das Speziallicht jetzt hier anmache, dann sieht man hier was leuchten. Das könnte so eine Sekretspur sein. Genau. Und bevor wir das jetzt eintüten, können wir da mit so einem speziellen Wattestieltupfer zum Beispiel eine DNA-Spursicherung machen. Verstehe. Und die würde im Labor dann untersucht und im Zweifelsfall auf einen Täter zurückgeführt. Genau. Da wird man erstmal feststellen, was es überhaupt ist. Das eine Speichelspur oder was das auch immer für ein Sekret ist. Und dann könnte man eventuell auch DNA extrahieren und einen Täter ermitteln. Jetzt gehen wir mal vorsichtig weiter hier und schauen uns den Tatort ein bisschen genauer an noch. Hier zum Beispiel, hier, Zigaretten. Ja, auch ein sehr guter Spurenträger. Da ist Lippenstift dran, oder? Was ist das hier? Ja, genau. Also eine Zigarette wird ja in aller Regel in den Mund genommen. Dementsprechend da auch ein sehr guter Spurenträger, weil wir annehmen, dass da Speichel dran ist. Und da ist sogar ein Nachweis, dass da Lippenstift dran ist. Gut, lässt den Schluss zu, dass es eventuell eher eine weibliche Könnte in diesem Fall aber auch das Opfer sein, genau. Kombiniere. Ja. Oder? Genau. Da haben wir noch eine zweite Zigarette, da haben wir keinen Lippenstift dran. Und ist auch eine andere Marke, wie man sieht. Ne? Könnte man auch wieder schauen, vermuten, dass da eine zweite Person hier gewesen ist. Es muss auch jemand anders da gewesen sein, mit anderen Worten. Und es hätte der Täter sein können. Also beide erstmal sichern. Genau. Es könnte allerdings auch eine fingierte Spur sein, oder? Wäre möglich, ja. Wir tun erstmal alles sichern und erstmal alles Status quo herstellen und einen objektiven Tatortbefund erheben. Darf ich mal fragen, wenn Sie zu so einem Tatort kommen, im Zweifelsfall sogar mit einer Leiche, die da noch liegt, was ist das für eine Stimmung, die sich da für Sie auftut?
Ja, es ist natürlich irgendwo, da ist jemand zu Schaden gekommen, das ist immer, aber wir wollen natürlich dazu beitragen, dass da die Sache aufgeklärt wird und das tut einem dann auch wieder ein bisschen positive Stimmung machen. Dann, ja, das heißt, dann ist man wahrscheinlich auch so hoch konzentriert und kämpft sich da wirklich durch? Auf jeden Fall, also da kommt schon ein gewisser Ehrgeiz durch, ja. Oh. Man will natürlich da schon was erreichen, man will schon aufklären, was ist da passiert, was ist da geschehen. Ja. Oh. Jetzt sind wir alle große Krimi-Fans und Tatort am Sonntagabend um 7:45 gehört zu unseren Leib- und Magensendungen. Da sieht man ja auch ab und zu, wie die Spurensicherung arbeitet. Ist das vergleichbar mit dem, was Sie machen? Nicht so ganz. Natürlich wird für den Zuschauer im Fernsehen da ein bisschen manchmal so ein bisschen dass es ein besseres Bild gibt so, und dass ein bisschen Spannung reingebracht wird. Wir sind schon mal grundsätzlich, wenn man unsere Tatortarbeit macht, bei so einem, wie es jetzt hier dargestellt ist, wären wir schon einen Tag beschäftigt mit Sicherheit. Ja, das wäre dann irgendwann auch langweilig für den Zuschauer, wenn er da einen Tag lang zuschaut, wie wir da die kleinsten Spuren sichern. Oftmals auch sogar, dass dann so ein Tatort versiegelt wird und am nächsten Tag weitergemacht wird. Oh. Und dann wird grundsätzlich bei uns, trägt auch jeder so einen Anzug, egal ob er von der Staatsanwaltschaft ist oder da läuft dann jeder mit so einem Anzug rum, ja. Oh. Nicht nur die Spurensicherung. Ja. Aber das heißt, dann wird aber schon auch noch so klassisch gearbeitet, dass man zum Beispiel mit diesem Pulver nach Fingerabdrücken sucht. Genau. Ja. Wie wir das machen, das zeigen wir später noch. Gerne. Und genauso wie man zum Beispiel hier, ich habe das da gesehen, den Fußabdruck, diesen blutigen Fußabdruck, da ist jemand irgendwie durch die... Genau. Blutpfütze gelaufen. Das ist so ein Teilschuhabdruck hier. Aha. Legt hier mit Blut. Dann muss da wirklich einer durchgelaufen sein. Wahrscheinlich hier bei der Flucht, so wie es aussieht. Und hat uns hier so einen Teilsohlenabdruck hinterlassen, wo wir eventuell auch schauen können, wenn wir einen Schuh haben, wo wir vergleichen können. Ja. Wie man davon einen Abdruck macht, auch das zeigen wir später noch. Mhm. So, bis hierhin sage ich erstmal ganz herzlichen Dank. Gerne. Ja, spannendes Thema, Herr Gärtner, und wir werden das hier nachher noch vertiefen und diesen Tatort dann hoffentlich aufklären. Prima. So, meine Damen und Herren, die Geschichte des Verbrechens ist ja mindestens so alt wie die Geschichte der Menschheit. Nicht ganz so alt ist die Geschichte der Aufklärung von Kriminalfällen. Denn da ist in den letzten Jahren vor allem viel mit der modernen Technik möglich geworden. Und deswegen haben wir so eine kleine Chronologie der Kriminaltechnik für Sie erstellt. Spannendes Ding. Gucken Sie mal. Der Siegeszug des Fingerabdrucks bei der Ermittlungsarbeit eines Verbrechens begann vor über 120 Jahren. 1892 konnte zum ersten Mal ein Doppelmord durch einen blutigen Fingerabdruck aufgeklärt werden. Das war in Argentinien. Doch die Grundlagen des biometrischen Fingerabdruckverfahrens, der Daktyloskopie, entwickelte ein englischer Naturforscher, Sir Francis Galton. Galton teilte Fingerabdrücke in drei Gruppen ein, die sich an wichtigen anatomischen Merkmalen unterscheiden lassen. Es gibt Bögen, Schleifen und Wirbel. Jeder Fingerabdruck ist einzigartig. Nicht einmal eineiige Zwillinge, die von den Genen her fast identisch sind, haben den gleichen Fingerabdruck. Schon im Mutterleib prägen sich die Linien beim Embryo. Alter und Abnutzung der Hände haben keinen Einfluss auf den Fingerabdruck. Die kleinen Rillen und Furchen unserer Fingerkuppen hinterlassen Spuren auf fast allen Oberflächen, die wir anfassen. Das macht die Fingerabdrücke zu einem wertvollen Instrument der Verbrechensbekämpfung. Mit der Erfindung dieses Fingerabdruckverfahrens brach das Zeitalter der modernen Kriminaltechnik an. Der zweite große Meilenstein in der Geschichte der Kriminalistik war die Entdeckung des genetischen Fingerabdrucks. Mit ihm können Menschen eindeutig identifiziert werden. Alles begann, als der Biochemiker Alec Jeffreys an der englischen Universität Leicester genetisch bedingte Krankheiten untersuchte und 1984 durch Zufall eine Methode entdeckte, in dem sich das Erbmaterial von Menschen relativ schnell vergleichen lässt. Bis heute beruht jede DNA-Analyse auf dem von Alec Jeffreys entdeckten Prinzip. Kurze Zeit später werden durch die DNA-Analyse die Morde an zwei Schülerinnen aufgeklärt. Der Täter heißt Colin Pitchfork. Er ist weltweit der erste Mörder, der mittels DNA überführt wird.
Während in den Anfängen der DNA-Analyse die gefundenen Gewebeteile oder Sekrete wie Blut- oder Spermaflecken eine bestimmte Größe haben mussten, reichen heute zur Identifizierung eines Täters Spuren nur weniger Billionstel Gramm aus. Also ein ganz spannendes Thema, das wir nachher noch vertiefen werden. Jetzt wird aber erstmal gebacken, so wie wir das jeden Donnerstag machen. Und deswegen ganz herzlich willkommen, Stefan Streicher. Hallo. Schön, dass Sie bei uns sind, Konditor aus Allendorf. Und das seit vielen Jahren schon. Und Backshops geben Sie auch? Genau, regelmäßig. Workshops, genau. Wer lernt da Backen bei Ihnen? Bei uns kann jeder, der Spaß am Backen hat, kann noch Tipps und Kniffe lernen, um eine Torte schöner zu dekorieren. Wir sehen ja den Apfelkuchen von heute, der hat auch noch ein bisschen Potenzial, was an Dekoration da noch drauf kann. Das zeige ich nachher, wie einfach man da noch was schön machen kann. Und so geht es halt auch. Klasse. Also genau das wollen wir jetzt backen, meine Damen und Herren. Und das ist nicht irgendein ein Apfelkuchen, sondern es ist ein Knusper-Apfelkuchen. Genau. Knusper. Was das Knusprige dran ist, das werden wir nachher später erklären. Vorher gehe ich mal davon aus, fangen wir mit dem Boden an. Genau, also ich habe jetzt den Teig schon geknetet. Der lässt sich nämlich am besten gekühlt ausrollen. Und ich habe mir hierfür einfach einen Mürbteig ausgedacht mit viel Haselnüssen drin, die ich vorher angeröstet habe, damit das Aroma schön durchkommt. Und ich habe hier vorne mal die Zutaten aufgebaut. Das ist ganz wie üblich Mehl, etwas Butter. Ich backe immer mit Butter, nicht mit Margarine. Das kann man zwar selber bestimmen, aber mit Butter schmeckt es einfach besser. Die gemahlenen Haselnüsse, etwas Zimtzucker, der normale Zucker und ein Ei. Und daraus wird dann der Teig geknetet. Und wenn der schön kalt ist, kann ich das ausrollen. Ich habe das hier in der Form hier drüben schon mal vorbereitet. Das heißt, wenn der schön kalt ist, der muss dann, also nachdem man geknetet hat, wie lange in den Kühlschrank? Also mindestens eine Stunde, am besten über Nacht. Also man kann das ganz entspannt einen Tag vorher machen, packt das in den Kühlschrank und am nächsten Tag rollt man das aus. Und wenn Sie das alles mal nachbacken wollen, dann schauen Sie doch bitte mal nach auf unserer Internetseite hr-fernsehen.de/hallohessen oder QR-Code. Da haben wir nämlich auch das Rezept versteckt. Müssen Sie nur mit Ihrem Smartphone ran, einscannen und dann haben Sie das Rezept auf Ihrem Handy drauf. So, Sie sagten, Sie haben das mit dem Teig vorbereitet. Dann hole ich mal diese Form vor. Zeig mal hier. Genau, die ist jetzt ausgelegt, der Boden und der Rand bis zur Hälfte ungefähr. So hoch wird nämlich auch die Füllung dann werden. Darf ich das hier draufstellen? Das dürfen Sie da draufstellen. Und vielleicht noch als Tipp, ich würde immer eine Gabel noch mal nehmen und würde den Teig etwas einstechen. Einfach nur, dass es nachher schön gleichmäßig backt und die Hitze gut durchkommt. Und da kommt nachher, wenn die Füllung drin ist, noch ein Deckel oben drauf, wo dann die Knusperschicht drauf kommt. Ein Teigdeckel? Ein Teigdeckel, genau. Ich lasse quasi ein Stück von dem Teig übrig, mit dem ich dann den Deckel ausroll. Mhm. Und wir müssen jetzt erstmal die Füllung machen. Dafür brauchen wir Äpfel. Genau. Was für Äpfel? Also ich würde immer einen säuerlichen Apfel empfehlen. Am besten so einen Koks-Orange oder einen Boskop. Oder einfach die Äpfel, die man zu Hause im Garten hat. Das ist jetzt gerade Saison. Und einfach der Apfel, der ihm schmeckt, der säuerliche Apfel, gibt halt ein schönes Aroma. Und ich habe jetzt hier einfach Apfelsaft genommen und habe die Äpfel klein geschnitten. Und die kochen wir jetzt einmal auf. Und dann wird das Ganze abgebunden mit etwas Speisestärke und Puddingpulver. Ach ja. Das können wir jetzt vielleicht gerade schon mal anrühren. Das wird kalt angerührt. Was ist das? Das ist Apfelsaft. Ach, das ist der Rest vom Apfelsaft. Okay. Es sah gerade aus irgendwie wie Rum oder genau. Whisky. Ja, das kann man natürlich auch mit reinmachen. Ja. Also es kommen ja auch noch Rosinen mit in die Füllung, die hier vorne stehen. Die habe ich eingelegt in etwas Rum. Die hier? Die, genau. Habe ich über Nacht eingelegt, dann quellen die schön auf in dem Rum. Und die geben wir zum Schluss mit in die Füllung. Wer jetzt keine Rosinen möchte, kann die auch ersatzlos rauslassen oder gehackte Nüsse mit reingeben. Oder die Rosinen, wenn man keinen Alkohol möchte, in Apfelsaft einlegen. Genau. Das geht auch. Das ist überhaupt kein Problem. Das kocht jetzt hier vorne auch schon auf. Man kann immer, um zu verhindern, dass die Äpfel bräunen, ein bisschen Zitronensaft mit reingeben. Das gibt auch noch mal einen guten Geschmack. Und wir geben das jetzt hier in unsere Füllung. Das sollte auch einmal richtig aufkochen, damit dieser Stärkegeschmack dann hinterher nicht mehr zu schmecken ist. Und die Äpfel nur so 2 Minuten circa da drin weich dünsten lassen. Sonst, weil die backen ja nachher noch, sonst sind die nachher zu brei. Weich, ne? Das ist das Brei. So ein Tick al dente wäre ja schön, auch beim Apfel. Genau. So, jetzt lassen wir es einmal aufkochen. Dann bindet das Ganze natürlich. Das braucht jetzt nicht sehr fest werden, weil das nachher beim Backen ja noch ein bisschen, da verdunstet noch ein bisschen die Flüssigkeit. Und das Puddingpulver, das ist schon da drin auch gewesen? Oder? Das war schon mit der Stärke vermischt. Das war mit der Stärke vermischt. Deswegen, genau. Okay. Man kann auch, wenn man möchte, also ich habe jetzt da ein halbes Päckchen Puddingpulver genommen, man kann aber genauso auch ein ganzes Päckchen Puddingpulver nehmen und die Stärke weglassen. Mhm.
Jetzt sieht man, dass das Ganze schon abbindet. Wir den Ofen ausmachen. Und jetzt geben wir die Rosinen mit rein. Das ist schon eine größere Menge. Dann geben wir das Ganze unter die Masse. Dann ist die soweit eigentlich auch schon fertig. Und dann, wenn man das möchte, kann man, wie gesagt, auch noch ein bisschen Zimtzucker dazugeben. Oder den Saft der Zitrone, den ich schon mit drin habe. Um dem Ganzen noch ein schönes Aroma zu geben. Das riecht schon richtig schön nach Apfelkuchen. Genau. Ah. Und Zimt, man sieht es mal wieder, muss man nicht nur in der Weihnachtszeit verarbeiten, gell? Zimt schmeckt ganzjährig gut, kann man auch zum Kochen gut verwenden. Aber auch zum Backen und für Desserts schmeckt das eigentlich das ganze Jahr richtig gut. Mhm. So, und jetzt können wir die Masse auf unseren Boden geben. Im Idealfall noch etwas abkühlen lassen. Ja. Ich frage nur vorsichtshalber nach, der Boden, der muss auch nicht vorgebacken werden oder der, so? Der muss nicht vorgebacken werden, weil die, also da kommt ja oben noch der Deckel drauf. Aha. Und das backt nachher schön durch. Es kann sein, wenn man den vorbackt, dass er unten so dunkel wird und oben der Deckel hat dann eine hellere Farbe und dann sieht es nicht so aus, als würde es zusammengehören. Stimmt. Jetzt geben wir das gerade mal hier rein. Soll ich in den haltenden Topf? Dürfen Sie, ja. Leichter das da rauskratzen. Das ist jetzt ein gutes Kilo Äpfel. Man kann das auch mit einem Teil der Äpfel durch Birnen ersetzen, wenn man das gern mag. Und jetzt streiche ich das einfach noch ein bisschen glatt. Es geht schon fast von ganz alleine. So. Jetzt würde ich noch gleich auf die Seite stellen, dass hier unsere Unterlage nicht zu warm wird, weil wir da jetzt den Teig gleich ausrollen. Das heißt, abkühlen soll es auch vorher ein bisschen? Nee, also bevor man die Masse in die Form gibt, kann man sie noch mal so 10 Minuten abkühlen lassen. Oh. Und vielleicht erst in der Zeit den Deckel ausrollen, wie wir das jetzt machen, und dann da reingeben. Und wie kriegen Sie denn jetzt genau diesen Durchmesser hin? Das zeige ich Ihnen jetzt. Also wir rollen das ganz normal aus mit ein bisschen Mehl. Und dann nehmen wir einfach den Rand der Backform und quasi als Ausstecher. Ach so. Clever. Ich habe da drüben noch einen zweiten Ring liegen. In dem können wir das dann ausstechen. Ja, müssen Sie aber noch ein bisschen. Da müssen wir noch ein bisschen, ja. Ich hoffe, ich habe jetzt genug Teig genommen. Ja, sonst wird der Deckel sehr dünn. Genau. Sollen wir einmal zwischendurch gucken? Nein, da fehlt noch ein bisschen. Da müssen Sie noch ein bisschen weitermachen, bis das da reinpasst. Und wichtig ist halt, dass es wirklich gekühlt ist und durch dieses Lagern im Kühlschrank über Nacht löst sich der Zucker im Mürbteig und dann lässt er sich viel geschmeidiger ausrollen, als wie wenn der frisch verarbeitet ist, weil dann der Zucker zu grobkörnig ist und der Mürbteig ständig reisen würde. So, jetzt können wir mal testen. Ein Hauch noch. Ein Hauch in die Richtung. Also ja. Nach links und rechts würde ich noch ein bisschen, nach Osten und Westen. Das machen wir noch. Jetzt machen Sie Norden und Süden. Machen wir Norden und Süden, ja. Das dürfte jetzt aber reichen. Ja. So, gucken. Jo. Einfach einmal anzeichnen. Genau, und den Rest können wir durchschneiden. Ja, zack. Perfekt. Können wir gerade die Reste wegnehmen. Jetzt habe ich noch einen Tipp für die Zuschauer. Und zwar, der Mürbteig ist ja jetzt schon relativ weich und schwierig auf den Kuchen zu bekommen. Ich habe im Gefrierfach diese Platte schon mal vorbereitet. Das hat den Vorteil, wenn der Teig gefroren ist, kann ich ihn ganz easy da drauf. Holen wir raus. Ja. Oder? Ich hol's gerade mal vor. Ich muss das einmal zeigen. Hier, das ist der Teig. Wir müssen jetzt ein bisschen knistern. Ich habe den vor einer Stunde ausgerollt und eingefroren. Und dann können wir das Ganze ganz leicht. Also jetzt ist die Platte gefroren. Lässt sich viel besser wegnehmen als clever. So. Sehr clever. Auf den Kuchen legen. Vielleicht noch einen kleinen Moment warten, durch die Wärme wird er noch ein bisschen flexibler und dann kann ich das Ganze sitzt, andrücken. Wackelt, hat Luft und dann genau. In den Ofen. Wie lange? Bei was für einer Temperatur? Vorher noch einstechen ist wichtig, dass da auch keine Blasen entstehen. Das geht jetzt auch leichter, wenn der jetzt ein bisschen angetaut ist. Mhm. Dann backen wir den so 50 Minuten ungefähr und dann kommt die eigentliche Knusperschicht drauf in Form von Zimtzucker. Der wird einfach 10 Minuten vor Backzeitende draufgestreut. Wenn man möchte und nicht auf die Kalorien achtet, kann ich das Ganze noch mit etwas flüssiger Butter einpinseln
Und nach dem Backen knuspert es dann schön. Das ist der Knusper-Effekt. Und probiert wird später, Herr Streicher. Bis hierhin vielen Dank. Gerne. So, jetzt wollen wir gleich raus in den Garten gehen, meine Damen und Herren. Denn jetzt in dieser Jahreszeit gibt es da jede Menge zu tun. Was genau wird uns gleich der Gärtnermeister Paul Bückert hier aus Frankfurt zeigen? Vorher wollen wir uns mal einen ganz besonders schönen Garten angucken. Und zwar den von Martina Walter aus Ortenberg. Denn das ist eine echte Wohlfühloase. Und das ist das ganze Jahr über. Wirklich märchenhaft ist es im Garten von Martina Walter. Die 58-Jährige lebt gemeinsam mit ihrem Mann im mittelhessischen Ortenberg in einer denkmalgeschützten Hofreite. Früher diente das Gehöft zur Viehhaltung und Landwirtschaft. Heute nutzen sie den dicht bepflanzten Hof zum Entspannen an warmen Sommertagen. Schatten spendet die 10 Meter hohe Linde. Der Weg zum hinteren Teil des Gartens führt durch eine offene Scheune, die mittlerweile als Werkstatt genutzt wird. Obwohl sie die Hofreite schon vor über 30 Jahren gekauft haben, gibt es auch heute noch täglich etwas zu tun. Den 800 Quadratmeter großen Bauerngarten mit all seinen Bewohnerinnen möchte die gelernte Bäckereifachverkäuferin aber nie mehr missen. Mal abgesehen von dem, dass er einem gut tut, dass er der Seele gut tut, bietet er natürlich die Möglichkeit, sich bis zum gewissen Grade selbst zu versorgen. Und das ist was ganz anderes, wenn man Salat sät, die Pflänzchen pikiert, in ein Beet setzt und dann den Kopf erntet. Da hat man einen ganz anderen Bezug dazu. Und auch, ich merke das an meinen Enkeln. Ich gebe denen in den Garten und die wissen schon gut Bescheid. Die können die Früchte unterscheiden. Und ja, die Milch kommt halt nicht aus der Tüte. Den Garten hat die England-begeisterte Martina im Stile eines sogenannten Cottage-Gartens entwickelt. Das ist im Grunde die englische Variante eines hessischen Bauerngartens. Neben Rosen und einem gepflegten Rasen dürfen hier ein paar Nutzpflanzen auch nicht fehlen. Tomaten, Gurken und sogar Auberginen wachsen im Gewächshaus. Salat und Kräuter brauchen es nicht so warm und bleiben deshalb im Freien. Außerdem versucht sie alles, damit sich auch Bienen und Schmetterlinge in ihrem Garten wohlfühlen. Vor einigen Jahren hat Martina Walter deshalb ein Beet eigens für Insekten angelegt. Manche Pflanzen darauf, wie zum Beispiel der Fingerhut, haben aber auch noch einen märchenhaften Nebeneffekt. Diese alten Märchenbücher, wenn da so eine Waldsituation oder so ein bisschen gezeichnet wurde, war eigentlich immer ein Fingerhut dabei, weil er so elfengleich, so märchenhaft ist. Ich lasse ihn stehen, weil er wirklich, und wenn er nur noch 3 Blüten hat, ständig von Hummeln besucht wird. Die holen das Letzte raus. Übrigens gibt es in der Ortenberger Hofreite sogar echte Märchenwesen. Nur, dass der Froschkönig hier nicht im Brunnen, sondern im ehemaligen Schweinestall sitzt. Der ist mittlerweile zum Wintergarten umgebaut und der Lieblingsplatz von Martina Walter. Sieht toll aus. Paul Bückert ist bei uns. Herzlich willkommen. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Gärtnermeister seines Zeichens hier aus Frankfurt, vom Pflanzenkontor in Frankfurt. Und Sie wollen uns heute zeigen, wie man Stauden und Gräser teilt. Genau, richtig. Wir fangen an mit den Stauden. Warum ist das gerade jetzt mit Beginn des Herbstes die perfekte Zeit dafür? Genau, also im Herbst teilt man die Stauden, wenn es jetzt noch ein kleines bisschen kühler wird, weil dann sind die außerhalb der Vegetationsphase. Vegetationsphase heißt, die wachsen jetzt nicht mehr, die haben abgeschlossen, die kriegen langsam gelbe Blätter. Und dann ist auch die richtige Zeit, dass man die Wurzeln teilen kann, ohne dass die Pflanze dann einen Schaden nimmt. Geht das mit allen Stauden oder muss man da ein bisschen abwägen? Es geht mit vielen Stauden, da muss man ein bisschen abwägen. Mit fast allen Gräsern geht es, wenn die größer werden, jetzt wie bei der Taglilie zum Beispiel geht. Fast alle Steingartenstauden, wie hier zum Beispiel, kann man teilen. Oh. Und es ist dann halt immer ein bisschen kleineren oder größeren Aufwand verbunden. Und bevor wir Ihnen konkret zeigen, wie das geht, wichtiger Hinweis, Sie können uns zu dem Thema oder zu allen anderen floralen Problemen, die Sie plagen, anrufen und Ihre Fragen stellen. 0800 627 27 26 oder eine kurze Mail an hallohessen@hr.de. Paul Bückert hat 2 dicke grüne Daumen und kann Ihnen garantiert weiterhelfen. Einfach nur anrufen, dann wird das schon. So, genau. Mit welchem fangen wir an? Wir fangen mal mit der Taglilie an.
Wir topfen in dem Fall aus. Wenn wir die jetzt im Beet sitzen hätten, dann schneidet man, also das schneidet, dann gräbt man die mit dem Spaten großzügig dann aus, dass das ganze Erdreich drumherum ist. Und dann guckt man sich die Pflanze so ein bisschen von oben an. Hier sieht man, die hat ja mehrere Stängel sozusagen, die hier rausgehen. So, und dann sucht man sich eine Stelle aus, an der man die passend teilen möchte. Sozusagen den Scheitel ziehen, ja? Genau, und da dann durch. Den Scheitel ziehen. Und wenn es in der Erde ist, dann sind die natürlich schön ordentlich zusammengewachsen. Und dann empfiehlt sich zu Hause ein Brotmesser oder einfach ein scharfes Messer, was man zu Hause hat. Und dann kann man durch die Mitte durch. Ist das nicht schlimm, also, dass die Wurzeln darunter leiden? Da wird ja einmal quer durchgeschnitten auch. Genau, das ist nicht schlimm. Da passiert gar nichts, besonders wenn es jetzt in den Herbst reingeht und die nicht mehr viel Wachstum hat. Man sieht jetzt hier, da ist auch ein bisschen was von der Pflanze selber mit durchgeschnitten. Die ganz beschädigten Teile kann man dann auch abnehmen. Und das hier kann man jetzt so, wie es ist, einfach ins Beet, ins Hochbeet oder in einen neuen Topf pflanzen. Mhm. Das können wir ja direkt. Das zeigen wir direkt. Genau. Was für Erde bietet sich dann an? Am besten ist, wenn man ein bisschen Pflanzerde damit in das Loch macht. Das haben wir hier vorher schon mit untergearbeitet. Da macht man ein schönes Loch. Es sollte genauso tief sein, wie der Ballen noch ist. Mhm. Und dann natürlich in einem Abstand zur alten Pflanze oder zu anderen Pflanzen ist, damit die sich wieder schön entwickeln kann. So, reicht das? Das sollte reichen, genau. Dann sieht man hier, da ist schön die Pflanzerde. Und jetzt müssen wir gucken, dass das genau die Höhe hat. Genau. Und jetzt graben wir das Ganze wieder ein bisschen zu. Ja, da nicht zu viel. So. Genau. Und immer ordentlich andrücken, damit die Pflanze Wurzelschluss hat. Und dann als kleinen Tipp für die Zuschauer zu Hause, wir machen immer einen ganz leichten Wall drumherum. Warum das? Also wenn man später gießt, das Wasser sich in der Mitte sozusagen sammelt und dann genau an die Wurzel geht. Und nicht zu weit nach links, rechts, oben, unten wegfließt. Genau, richtig. Wenn man das jetzt alles flach wäre, dann würde das Wasser überall hingehen. Und so hat man, macht, wenn man einen ganz kleinen Wall mit den Händen drumherum macht, das macht man auch oft bei den Großbaumpflanzungen, dann macht man einen ganz kleinen Wall drumherum, Wasser rein, das Wasser sammelt sich und kann genau auf die Wurzel dann zulaufen. Sehr clever. Sehr clever. Also das haben wir jetzt gezeigt mit der Taglilie war es, gell? Genau, richtig. Taglilie. Man kann es auch mit kleineren machen. Genau, man kann es auch mit kleineren machen. Das können wir gerne mal zu zweit machen. Das ist jetzt ein Sempervivum, das ist ein Steinbrech. Das kommt oft in Steingärten vor zum Beispiel. Sempervivum ist lateinisch und heißt so viel wie immer leben, oder? Ja, so in der Art, genau. Sempervivum hätte ich mal früher besser aufgepasst. Ja. Sempervivum müsste immer lebend sein, ja. Irgendwie sowas. Immer grün, immer lebend. So, und da sehen wir jetzt hier, der hat ganz viele kleine, wie so Herzen. Und die kann man einzeln aus der Pflanze rausteilen. Ich mache das jetzt mal, indem ich jetzt einfach die Pflanze in der Mitte auseinandernehme. Das heißt, aus jeder einzelnen dieser Knolle wird dann nochmal so ein... Genau, richtig. Und das kann man jetzt einfach mal rausnehmen. Da können wir uns das teilen sozusagen. Und da kann man aus jeder einzelnen Pflanze... Zack. Genau, richtig. Und die können dann entweder ins Hochbeet eingepflanzt werden. Wie, einfach so. Die muss man ja nur noch reinstecken dann so. Genau. Ich lasse ein bisschen mehr Wurzel hier dran, von der Feinwurzel. Und dann kann man das entweder in ein neues Töpfchen reinstecken. Ich mach mal hier rein. Genau. Oder man kann die zu mehreren ins Beet pflanzen und die dann bodendeckend oder in eine Steinmauer zum Beispiel rein. Das geht auch. Wir haben eine Anruferin für Sie in der Leitung, nämlich die Frau Bickler. Schönen guten Tag. Guten Tag. Hallo, wie ist denn Ihre Frage, Frau Bickler? Ich habe Kletterrosen. Die sind riesengroß geworden. Aber kaum Rosen dran. Und wann schneide ich die jetzt im Herbst zurück? Am besten, also wenn Sie die Kletterrosen können Sie eigentlich jederzeit ein bisschen schneiden. Der richtige Rückschnitt, der erfolgt im Herbst, wenn die anfangen, das Laub zu verlieren. Also wenn das Laub langsam gelb wird, dann können Sie die Kletterrose richtig zurückschneiden. Und ich empfehle immer, ein Drittel können Sie jetzt im Herbst schneiden und das zweite Drittel im Frühjahr, bevor die richtig austreibt. Aha. Und was mache ich mit den Clematis? Die wuchern auch und haben nicht eine Blüte. Frau Bickler, im Geschäft hatten die Blüten dran. Frau Bickler, das verraten wir Ihnen nur, wenn Sie jetzt den Fernseher ein kleines bisschen leiser machen bei sich. Wäre das möglich? Ja. Kleines bisschen, weil das stört ein bisschen der Ton. So. Den habe ich zurückgestellt. Ach, dann machen wir es so. Also die Clematis können Sie dann auch schneiden, sobald das Laub verloren hat und sobald die verblüht ist, können Sie anfangen, die Clematis gleichzeitig auch mit der Rose zurückzuschneiden. Und die verträgt einen ordentlichen Schnitt. Das heißt, umso mehr Sie schneiden, umso mehr kommt im nächsten Jahr nach, umso mehr Blüten bekommt die dann auch. Die Clematis so wie auch die Kletterrose. Also kann ich sie zurückschneiden? Ja, und ruhig mehr als weniger. Aha, mach ich. Prima. Danke Ihnen schön. Viel Erfolg. Ja, tschüss. Tschüss.
So, wie sieht denn das jetzt aus? Also Gießen haben wir gesagt mit so kleinen Wellen. Was ist mit Düngen? Sollte man das jetzt schon? Genau, im Herbst düngen wir eigentlich gar nicht mehr. Die Pflanzen bleiben jetzt im Boden drin. Wichtig ist, dass sie jetzt noch Wasser bekommen. Das heißt, die werden ein-, zweimal richtig eingeschlemmt. Das Wasser setzt die Wurzeln und die Erde sozusagen zusammen. Man sollte dann auch bei Pflanzen, die im Winter grün sind, wie zum Beispiel beim Sempervivum, über den Winter auch mal immer wieder in der frostfreien Zeit ein bisschen was nachgießen. Und dann im Frühjahr, wenn die durchgewurzelt sind und wenn die ersten Triebe kommen, dann fängt man dann erst an zu düngen. Mhm. Und ich meine, wenn jetzt der Winter kommt, abdecken oder einfach so lassen? Man kann einfach so lassen. Viele der Stauden, die schneidet man dann auch zurück, wenn die jetzt im Winter gelb werden. Meistens handhoch werden die abgeschnitten. Und bei empfindlichen Sachen oder gerade geteilten Sachen empfiehlt es sich zum Beispiel, alte Tannenzweige draufzulegen oder mit Laub anzuhäufen, sodass die Pflanzen dann ein bisschen mehr Winterschutz haben. Sehr schön. Was haben wir noch hier? Ich habe noch eine andere Lilienart mitgenommen. Die kann ich jetzt mal hochnehmen. Das ist der Agapanthus, die Schmucklilie. Und die kann man auch teilen. Die mögen es zum Beispiel, wenn die einen sehr engen Wurzelraum haben. Also die können viel länger als die normale Lilie zum Beispiel im Topf stehen bleiben. Aha. Die können wir jetzt auch mal austopfen. Das merkt man schon. Die Wurzeln sind hier unten komplett. Die haben sich da schon richtig durchgearbeitet durch den Topf. Genau, da darf man auch keine Angst haben. Das darf man ruhig abmachen, ein bisschen abquetschen. Rabiat runter. Genau. Und jetzt sieht man, hier haben wir schon ein ganz anderes Wurzelwerk als bei der eben. Und da empfiehlt sich wirklich zu Hause, dass man dann auch entweder eine kleine Säge nimmt oder ein Brotmesser. Oder wenn die Pflanzen größer sind, dann kann man auch, wie wir es nachher in der zweiten Stunde machen, mit dem Spaten eine Pflanze teilen. Der sollte allerdings dann schön geschärft sein. Und wie man so einen Spaten ordentlich schärft, zeigen wir nachher auch noch. Genau, richtig. Herr Bückert, bis hierhin vielen Dank. Wir machen nachher weiter mit Gräsern. Ja. Ja, und jetzt bleiben wir aber noch mal ganz kurz bei den Lilien. Wir haben ja vorhin schon mit der Taglilie gearbeitet und gezeigt, wie man die halbiert. Mit was für Pflanzen man die im Zweifelsfall kombinieren kann, das würden wir Ihnen gern filmisch mal präsentieren. Bitte schön. Kaum eine Pflanze hat so viel zu bieten und ist dabei so genügsam wie unser Blühwunder, die Taglilie. Sie ist robust, widerstandsfähig gegenüber Krankheiten und Schädlingen, gedeiht auf sauren und alkalischen Böden und blüht sowohl in sonniger als auch in halbschattiger Umgebung. Blütezeit ist den ganzen Sommer über, je nach Sorte ab Mai bis hinein in den Oktober. Schönheit des Tages bedeutet ihr botanischer Name Hemerocallis. Die Schönheit einer Taglilie entsteht jeden Tag aufs Neue, denn ihre Blüten halten nur einen Tag. Trotz ihres Namens gehört die Taglilie keineswegs zu den Lilien oder der Familie der Liliengewächse. Denn wo die Lilie eine Zwiebel besitzt, entwickelt die Taglilie Wurzeln. Im Herbst oder zeitigem Frühjahr freut sie sich über Kompostgaben und dankt es mit umso üppigeren Blütenmassen. Wer ein richtig pflegeleichtes Staudenbeet anlegen möchte, der kommt an Taglilien kaum vorbei. Wunderbar eignet sich dazu die Sonnenbraut. Sie blüht zur gleichen Zeit wie die Taglilien in einer Farbpalette von Gelb, Rot oder auch Orange. Ein echter Hingucker und Insektenmagnet ist der Riesenschuppenkopf oder auch Kaukasus-Schuppenkopf genannt. Eine unkomplizierte Staude, die eine stattliche Höhe von gut 2 Metern erreicht und dabei mit ihrem gefiederten Laub doch filigran wirkt. Blütezeit ist von Juni bis August. Die Königskerze ist eine Wildstaude, die sich gern selbst aussät. Mit ihren kleinen gelben Blüten und vor allem ihrem straff aufrechten Wuchs bietet sie einen schönen Kontrast zu den horstig blühenden Taglilien. Sie ist zweijährig. Im ersten Jahr erscheinen die Blätter, im zweiten Jahr streckt sie sich in die Höhe und blüht. Mit diesen Begleitern kommt die Taglilie perfekt zur Geltung. So, und fast so blümerant wie diese Blumen wird jetzt unser Kuchen nachher aussehen. Der wird jetzt nämlich noch verziert. Genau. Stefan Streicher. Ich habe hier schon mal ein bisschen angefangen. Ich habe hier so Schablonen mitgebracht. Da gibt es verschiedene Motive. Unter anderem Happy Birthday und mit Herzchen. Ich habe mich jetzt mal für die Blümchen entschieden. Passend. Und habe jetzt hier einen Puderzucker mitgebracht mit ein bisschen Glitzer drin, dass das Ganze noch ein bisschen edler aussieht. Weil der Kuchen halt sehr dunkel aussieht durch die Zucker-Zimt-Schicht. Und jetzt können wir das einfach so ein bisschen abpudern. Und dann mit möglichst ruhiger Hand das Ganze runternehmen. Sonst sieht man nämlich von dem Muster nichts mehr. Sehr schön. So, jetzt haben wir die Blümchen hier drauf. Toll. Und wie knusprig dieser Kuchen tatsächlich schmeckt, werden wir in wenigen Augenblicken wissen, meine Damen und Herren. Vorher kommen wir zu unserem Hallo Hessen Gewinnspiel. Es geht um diese Tasse. Und wenn Sie die haben möchten, dann bitte folgende Frage des Tages richtig beantworten. Die Frage heute lautet wie folgt.
Wenn jemand im Osten Hessens verbombast ist, dann ist er A. verdorben, B. füllig, C. verwöhnt oder D. genervt. Wenn Sie eine Idee haben, was davon richtig sein könnte, schnell anrufen 0800 627 27 26, und mit ein bisschen Glück kommen Sie durch, kennen die richtige Antwort und gewinnen nach 17 Uhr die Hallo Hessen Tasse, die es nirgendwo zu kaufen gibt. Bitte schön. Dankeschön. Boah, der sieht aber auch schon großartig aus hier. Einmal der Querschnitt, die Apfelfüllung, meine Damen und Herren, die hat es in sich. Da ist mehr Apfel als Teig, das gefällt mir. So. Und wir essen jetzt alle mal, ohne zu reden, damit man das Knuspern hört, okay? Okay. Also es knuspert nicht nur, es schmeckt auch richtig gut. Freut mich. Ich bin versucht zu sagen, das ist der beste Apfel-Knusperkuchen, den ich je gegessen habe. Ich freue mich auf alles, was wir hier in der zweiten Sendestunde machen. Jetzt essen wir erstmal in Ruhe den Kuchen auf und freuen uns auf Sarah Dippel. Die wartet nämlich mit den Nachrichten von Hessenschau. Kompakt.